Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Bei den Späti-Betreibern geht es um die Existenz. Und um es gleich vorweg zu sagen, um Grundsatzfragen wie den Schutz der Sonntagsruhe oder nächtlichen Lärm zu diskutieren, sind die Spätis der falsche Anlass. Das durchschnittliche Monatseinkommen eines Späti-Betreibers liegt bei ca. 1.050 €. Und das bei einer Öffnungszeit von 24 Stunden von Montag bis Samstag. Wahrscheinlich kennen Sie die Späti-Betreiber in Ihrer Nähe. Anja Kufbinger und ich kennen im Norden Neuköllns mittlerweile alle. Wir haben Sie mehrfach persönlich zu unseren Späti-Dialogen eingeladen und mit Ihnen über Ihre Situation diskutiert. Klar ist, diese Leute wollen alle nicht zum Amt gehen. Sie haben Berufsausbildungen und Abschlüsse, die hier nichts wert sind, oder sie konnten nie irgendwelche Abschlüsse machen. Aber sie können alle rechnen. In jedem Späti wird mit dem ganz spitzen Bleistift gerechnet, damit am Ende des Monats genug Geld da ist, um die Familien zu ernähren. Im Schnitt, wie gesagt, 1.050 €. Sonntag wäre der Haupteinnahmetag. Allein an diesem Tag können bis zu 250 € eingenommen werden. Also das sind nur die Einnahmen, da geht auch noch was von ab. Und darum geht es, denn der Verkauf am Sonntag ist den Spätis verboten. Wir fordern, dass Spätis künftig unter den § 4 des Berliner Ladenöffnungsgesetzes fallen. Hier sind nämlich die Ausnahmeregelungen für den Sonntagsverkauf geregelt. Derzeit fallen Spätis unter die allgemeinen Regelungen des Einzelhandels und werden damit behandelt wie Supermärkte. Das ist Unfug. Aber der Arbeitsschutz. Die Linken haben bei der Formulierung ihres Programms auf Doro Zinke vom DGB gehört, die immer samstags schon weiß, ob sie sonntags etwas trinken möchte. Aber darum geht es gar nicht. Und bei den Späti-Betreibern selber, da können Sie sich sicher sein, werden Sie mit diesem Argument ganz schlecht ankommen. 70.000 € Bußgelder allein im Jahr 2015 nur für die Späti-Betreiber in Neukölln. Und das nur, um sie vor sich selbst und ihrer Arbeitswut zu retten. Das ist eine absurde Form der Fürsorge. Wenn die Intensität der Kontrollen, die für das Eintreiben dieser Bußgelder aufgewendet wurde, und wir wissen zumindest aus Neukölln, dass das ein engagierter Polizist ganz alleine schaffen kann, für die Kontrollen aufgewendet wird, dass an den Sonntagen wirklich nur die Inhaber hinter dem Tresen sitzen, dann ist das der bessere Arbeitsschutz. Und die Sonntagsruhe? Als religionspolitische Sprecherin meiner Fraktion sage ich Ihnen, jeder soll nach seiner Fasson die Ruhetage einhalten. Warum soll ein Späti-Inhaber, dem es wichtig ist, am Freitagnachmittag sein Gebet zu verrichten, nicht am Sonntag, der für ihn keine religiöse Bedeutung hat, den Laden aufmachen? In allen Gesellschaften, in denen Menschen verschiedener Religionen zusammenleben, wird an unterschiedlichen Zeiten gebetet, gefastet, gefeiert, geruht. Der Ruhetag am Sonntag ist kein Naturgesetz. Die Juden halten in Deutschland schon seit 2000 Jahren den Samstag als ihren Ruhetag. Und wer nicht religiös ist, macht ohnehin, was er oder sie will, oder hält sich an das jeweils Gewohnte. So ist das in einer offenen Gesellschaft. Es geht in unserem Antrag um eine kleine und genau beschreibbare Gruppe von Personen, ca. 900 in Berlin, und um ihre wirtschaftliche Existenz. Es geht also nicht es geht darum, dass sie nicht von Sozialleistungen leben wollen, und die allermeisten machen ihren Job auch noch gerne. Sie sind ein wichtiger Teil der Kiezkultur, und das wissen sie auch. Sie, die geballte Macht der christlichen Tradition des Abendlandes spüren zu lassen, indem sonntags die Bußgelder verhängt werden, ist völlig unangemessen. Über den Arbeitsschutz habe ich das Nötige schon gesagt. Es ist gut, dass wir das im Arbeitsausschuss noch einmal diskutieren.